Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Vom 9. bis 11. September findet in Sembach oben endlich wieder das Rasenträgerrennen statt. Wird wieder eine riesen Gaudi, ist ein großes Zelt aufgebaut, ist abends Live-Musik. Für Essen ist gesorgt. Wir sind mit diesem Geschoss dabei. Wer da Lust und Laune hat, darf gerne vorbeikommen. Sembach im Gewerbepark. Oben, wo das große Windrad steht, direkt darunter sind wir. Beziehungsweise findet dieses Rasenträgerrennen statt. So, nun viel Spaß mit dem Film. Danke. Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben Montag, den 15. August. Bin hier gerade, Samstag habe ich den Dreieckser draufgehängt und unseren A29 Mobilbagger vorgeladen. Und bin jetzt hier in Mainz, die Kurmainz-Kaserne, und muss jetzt hier hoch. Und vorne steht der 300er Hitachi. Den muss ich tauschen. Gucken, dass ich den aufsetze vorne. Etwas bescheidene Einfahrt. Jetzt und den bringe ich nach Ludwigshafen zurück. Nach Freinsheim an diese Bahnbaustelle. Da muss ich unseren R39 von der einen Seite, quasi von der Westseite, rüber auf die Ostseite bringen. Die ganze Zeit lagen da Akku. Natürlich war der Akku leer. Ich bin ja jetzt gerade abgebogen in die Baustellenzufahrt. Vorne kann man den Bagger sehen. Ich weiß nicht, ob ich hier unten stehen bleiben soll erstmal oder ob ich schon hoch fahren soll oder ob ich vielleicht sogar erst drehen soll hier unten. Thank you.
sagen. We'll be right back.
wunderschönen guten Morgen. Wir haben Dienstag, 5:45. Ich sattel jetzt noch schnell um. Häng mal einen Vierachser drauf und dann setzen wir mal wieder unseren KMC um. Gleich, ich bin jeden Moment in Pirmasens so um. Wieder gleich vorne, hier kommt gleich die erste große Ampelkreuzung und dann direkt an hinter der Ampel. Das Schnellimbiss, Schnellrestaurant, Imbiss ja weniger Schnellrestaurant, das wir da weggerissen haben. Das neue steht hier vorne schon, da hinten über dem Berg kann man auch schon den Arm sehen, mit unserem KMC. Gucken, wie ich da jetzt reinkomme. Hier steht alles voll, das ist ja brutal. Hier steht alles voll. Hier steht alles voll. Schlauch geplatzt. So, endlich drin. Katastrophe. Katastrophe. Ich komme ja hier nicht vorbei an dem. Schacht, der hier ist. Dass der sich aufstellt. Es geht so nichts, glaube ich.
habe halt das Gefühl, als reite ich mir gleich vorne alles ab. Über so einen verschissenen Schacht drin hier fahren. Katastrophe, echt. Katastrophe. Ich weiß nicht, wie lange der Akku noch hält. Ich lasse mal laufen. Sieht zwar nicht den Bagger drauf fahren, aber egal. Thank you.
Starkstromkabel direkt vor mein Tiefbett gelegt. Links der mit dem grazile Bauch. Der rennt hier schon die ganze Zeit rum. Alles Idiote und ist nur am Schimpfen. Und legt mir jetzt das Kabel hier vor mein Tiefbett. Ich fahre da drüber. Ich habe keinerlei Probleme damit. Absolut nicht. Absolut nicht. So. Backe ist auf jeden Fall auf dem Tiefbett. Ist auch schon fest. Gucken, ob das reicht. Beim Rausfahren aus der Baustelle war natürlich der Akku leer. Ich bin jetzt schon in Bexbach. Gerade hinter unserer Baustelle. Unser KMC steht hier links. Jetzt muss ich noch die Hebebühne mitnehmen. Haben wir natürlich vergessen, davor hier rein zu stellen. Wieder wenig Verladeaufnahmen gegeben. Ne? Als hier auf dem Hof habe das ganze Werkzeug abgeladen und habe jetzt hier noch den, gucken ob ich den noch mal aufs Bild kriege, den 946 steht hier auf dem Bett. Das lasse ich jetzt so stehen bis morgen früh. Warte, diese Filme.
lasse ich jetzt so stehen bis morgen früh. Wir haben jetzt eine Minute nach 18 Uhr. Ich mache heute Feierabend. Das Dolly hänge ich morgen früh dran. Dolly brauche ich für den 490, den ich dann in Sembach lade oben. Meine Halle. 18:02 Uhr, morgen früh mache ich das Dolly dran. Aber ich vermute, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem Dolly-Anbau. Haut rein. Tschüss.